Ich bin erstens der Meinung, dass es richtig wäre, wenn wir aus dem Euro aussteigen. Es ist aber nicht wahrscheinlich, dass wir es tun. Schließlich haben nicht wir Bürger darüber zu entscheiden, sondern die Regierung. Und die politische Mechanik des Ganzen, das sieht man gerade in diesen Tagen sehr schön. Die Regierung will auf keinen Fall, dass die Bevölkerung was merkt. Es möchte auch keiner als derjenige in die Geschichtsbücher eingehen, der den Euro in die Luft gesprengt hat. Ja? Also im Moment wird ja ernsthaft vorgeschlagen, zum Beispiel von Brüssel, dass jetzt ein Schuldenschnitt in Griechenland gemacht wird, an dem auch die öffentlichen Gläubiger beteiligt werden. Und da ist unser Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble fuchsteufelswild geworden. Er will auf keinen Fall. Das würde zum ersten Mal bedeuten, dass für den Steuerzahler Lasten sichtbar werden, dass da was hochkommt. Deshalb wird jetzt erstmal irgendwas gebastelt, was bis zur Bundestagswahl hält. Und die Erfahrung zeigt, da kann noch sehr lange gebastelt werden. Da muss man mal überlegen, dass die Deutschen zum Beispiel noch 1947, das war also 2 Jahre nach einem verlorenen, schrecklichen Krieg, an die Stabilität der Reichsmark geglaubt haben, weil man es ihnen immer wieder erzählt hat. Die Bevölkerung glaubt so lange an Stabilität einer Währung, wie man es ihr erzählt. Sehr reiche Leute, Leute, die gut beraten sind, die verhalten sich anders. Die haben aber jetzt auch schon ihre Konsequenzen gezogen. Ich bin vielmehr der Meinung, dass aufgrund der Überschuldungssituation wir im Moment eine riesige Schuldenblase haben. Ich will das mal ganz anschaulich erklären. Viele von Ihnen haben völlig ahnungslos ihr Geld auf der Sparkasse. Was hat die Sparkasse in den letzten 10 Jahren damit gemacht? Hat viel strukturierte Papiere über die Landesbank gekauft. In diesen strukturierten Papieren stecken Forderungen gegen spanische Sparkassen. Die haben letztlich in Spanien Hypothekenkredite vergeben auf Grundstücke, die inzwischen im Wert auf die Hälfte gesunken sind. Ja? Das heißt, wenn Sie durch das Ganze durchblicken würden, dann würden Sie sehen, schon jetzt ist ein Teil Ihrer Ersparnisse überhaupt nichts mehr wert. Dieses ganze Illusionsgebilde wird aber politisch so lange aufrechterhalten, wie es geht, meine Überzeugung. Würden wir jetzt aussteigen aus dem Euro, dann würden viele dieser bereits eingetretenen Verluste, wirtschaftlich ist der Verlust schon da, die würden auch aufgedeckt. Und das wäre für viele sehr schmerzlich und die Politik fürchtet den Zorn der Bürger, hält deshalb so lange wie möglich an der Sache fest.